Hallo und herzlich willkommen hier, Weihnachtsbacke hier in Thüringen, bei deinem Marsch gesagt. Ja, wir in Thüringen und es geht weiter hier. Leider ist unser Hafer noch nicht so weit für ganz das Silage zu verarbeiten. Muss aber die BGH versorgt werden, damit das da weiterläuft. Und dann hauen wir mal 32 Ballen raus. Kann man eingeben? Nee. Jedenfalls, dann, wenn die BGH versorgt ist, dann springe ich die Zeit weiter. Wenn die Kühe Futter haben, sollten eigentlich, geht's weiter. Und aber beginnt die Ernte im Juli. Feld 5. Sieht sehr gut aus. Und ein, zwei Felder würde ich für die ganze Silage nehmen. Maximal zwei. Der Rest für den Hafer. Also ich möchte gerne ein Silo voll machen. Das reicht sowieso nicht für das ganze Jahr. Das ist leider so. Wenn meine Wiesen soweit sind, zum zweiten Mal geschnitten zu werden, dann würde ich da ja Ballen pressen, teilweise sammeln. Die Wiese rechts von mir oben, die muss ja sowieso manuell gemacht werden. Da würde ich eher sagen, da, oh nee, nein. Die würde ich dann eher, ja, und rein kannst du gerade selber machen. Und alles andere wird sie dann finden, würde ich meinen. Wir haben im Juni noch zwei Tage. Ich hatte ja hier noch 6 Ballen mit von der Ellengard. Nicht dahinter kippen. Und die habe ich jetzt hier verarbeitet. So ganz das für die Lage. Ich sehe gerade hier was optimieren müssen. Ja, 3 und dann 2. Gut, anders geht ja gar nicht, ne? Ich brauche noch einen riesen Schwung Stroh fürs für die Tiere halt. Als Einstreu und als zum Futter dazu. Und das ist ja Juli. Viel Geld. Nee, na. Ich muss den Radlader reparieren. Nee, ist repariert. Ich weiß nicht, was los ist. War schon Thüringen so, in der Marschau. Das ist auch so Einwandhelm. Also gut, vorne ist es schwer, aber da müsste er nach vorne fallen. So umkippen, dass er auf die Räder vorne aufsteht. Also, dass die Räder praktisch in der Mitte, dass er praktisch da vorne unterschlägt. Aber nicht gleich kippen. Also Lagerreste ist voll, Montiergerüst ist voll. Und da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwas ändern kann. Dass irgendwas nicht noch verarbeitet wird, das kann sein. Irgendwo Lager voll ist, dann ist nimmt der nächste Mal an, ne? Oh, wo wir Mittel noch rein, die 6.
schon Abenteuer hier. Ups. Wollen wir mal gucken. Oh, Geschlechtsreife. Schon mal einen Monat. Da ist Reproduktion 10%. Gut. So. Was ist Nymphaul? Die kann ich deaktivieren. Das ist alle. Gras lautet gerade drin. Das läuft. Hier ist kein Stau. Hier passt das auch. Hier ist ja das Einlager, ne? Verteilen. Verteilen. Muss nur schnell genutzt sein, nicht nur verkauft wird, ne? Und das auch Geld kriegen, aber verteilen ist ja die Absicht dabei. So. Das haben wir jetzt Problem gelöst. Hier ist voll. Ja, wo geht's hin, ne? Gute Frage, ne? Und der hat hier Lagerreste. Los. So, haben wir garantiert viel momentan. So sieht's nicht so aus. Da haben wir 5000. 5000. 19.000. Wir werden einfach mal einen aktivieren. Die anderen noch paar. So, Erdbeeren haben wir jetzt fast eine Palette voll. So, Butter und das haben wir noch nicht. Müsste jetzt eigentlich auch mehr Lagergärer zu gehen. Was ich immer noch nicht verstanden habe, ist Fermentiergärreste. Die müssen irgendwo hingehen. Ah. Ja, geht leer und gleich verteilen. Dann dasselbe. Ich sehe nur, wohin das geht. Das weiß ich nicht. Das zeige ich was nicht. Er hat hier auch mal gearbeitet, das müssen wir auch verteilen. Da muss ich mal schauen, jetzt, wie es sich weiterentwickelt, ob da irgendwas irgendwo hingeht. Das Lagerreste und das auch Lagerreste. Gülle. Gülle. Wir haben zwei Gülle-Lager. Oder drei sogar. Zwei. Was war zu viel? Fermentiergärreste. Robert haben wir dafür. Fermentiergärreste. Guck mal. Zurück. Mal gucken. Und Produktion. Dass hier irgendwo eine Produktion gibt, die das bearbeitet. Generator, Station. Methanverkauf, Methanlager. Stromlager. Generator Mittel klein. Gärreste-Lager, Gülle-Lager. Große Nachgäre. Hey, hey. Rot haben wir gar nicht. Doch da müsste mal so sein, ne?
Also ich habe Materie wieder groß. Nachgehre. Aber ich muss eh mal Geld haben, ne? Per Meter. Das ist Flüssigkeiten, das ist Nachgäre. Das müsste eigentlich was sein. Über Tiergereste in, ja genau. Was über Leisten, aber Hamburg werden kürzlich, ja. Wäre gar nicht so schlecht, wenn man hier hinpassen würde, ne? Beim Wald. Müsste hier in dem Wald den Baum wegnehmen. Aber es ist verarbeiten können. Ist noch leicht ein Fehler im System? Jetzt haben wir keine. Aber hier ist irgendwie ein bisschen bergig. Das ist ungünstig. Wir haben ein bisschen wenig Geld. Der Baum wird mit eben der Kettensäge gemacht werden. Ne, bauen. Speichern ist mal gut. Diverses. Also die Kettensägen, eigentlich Kettensägen. Ah. Wir attacken. Oh. Weiß man Wald rein? Hier eigentlich ein bisschen planieren. Das nicht. Auch nicht. Bauen. Angleichen. Müsste hier irgendwo in dem Bereich hin. Kann sein, dass der Baum stört. So, ein bisschen größer machen. Ah, dann gehört mir nicht. Mal gucken, was hinpasst. Das ist anders. Großer Nachgärer. Wir haben Tiergärer, das mal gucken. Verkehrt, Baul. Fermentiergärreste. Das
Geld wird nicht reichen. Könnte so funktionieren. Ich stehe nur im Weg. So. Speichern. Und wenn das nicht klappt, noch halt nochmal laden. Also muss ich halt mal Spiel beenden und laden. Wenn er nicht gleich wieder speichert. Da gibt es auch eine andere Datei, da kann man sich notfalls. Wiederherstellen, ne? So wie 8 Speicherplätze, so. Das würde optisch ein bisschen besser passen, ne? Also von der Größe her. Gibt es halt nicht einen anderen Außenteil? Von der Planet? Fermenter. Flüssigfermenter. Wandelt. Großer Nährgärtank. Das ist ziemlich groß. Aber das wird so passen, ne? Wenn ich jetzt ganz stur mal auf V drücke, das würde kosten 150.000. Wow. So, Hauptsache er. Gut. Dass er hier in der Erde drin ist, ist völlig wurscht, ne? Das machen wir halt so, ne? Das ist doch vollkommen okay. Unterirdisch. Teilweise. Kann man ja später mal wegmachen hier. So. Gut, der Träger tiefer. Gehen wir in Menü rein. Wenn man Tiergereste, man kann garantiert irgendwo sein. Was anderes. Ist der ganz unten? Gülle, Gärreste. Was anderes? Gülle. Bunker. Bunker klein ist ein anderer Hof. Bunker mittel ist hier. Per Meter. 200. 300. Müsste einer Ding immer hier drin sein mit. Geht so nicht. Warum nicht? Ich kann ein bisschen Erde abtragen. Guck, probieren. So. Da stehe ich mir auch im Wege, ne?
Ach, da ist doch hier. Ja, ganz kurz. Beenden und laden. Nee. Das Ding hat 150.000 gekostet. Ich werde es kurz verkaufen. Müsste ja eigentlich die Erde vorher ein bisschen weg sein. Und dann werden wir hier ein bisschen planieren und dann mal schauen, dass wir das hinkriegen. Hier muss man ein bisschen Geld gutschreiben. Differenz halt. Und zwar. Ah, hier ist ein Baum drin. Ach so, okay. Erstmal gut schreiben. Na, das ist nur zu viel. Dass mein Konto gehen würde. Das wäre Spaß. Könnt ihr zur Not hier noch ein Dings besorgen? Unten brennen Ballen hier. Heu. Gut, die hat Heu gemacht. Ich höre nichts. Einzig Blöde ist, ich kriege die Dinger ja nicht weg. Vielleicht gelingt es mir ein bisschen zu planieren. Benholz. So. Von hier aus die Ecke wegnehmen. Den Mod zum Verschwinden haben wir nicht. Das wäre vielleicht eine Option für die Baumstämme. Oh mein Knie. Ich muss wahrscheinlich doch mit dem wegfräsen, ne? Ja, das ist auch nichts. Muss man vielleicht eine ganze Maschine kaufen, ne? Aber wird nicht gehen. Das wird es nicht geben. Habe ich nicht drauf. Der wäre es vielleicht. Ne, auch nicht. Gut, dann müssen wir mal sehen. Hier. Forstmaschinen. Bahntransport, Ladewagen, Schwadder. Tier, Frontlader. Gute alte Stoppenfräse. Ah! Habe ich die nicht? Habe ich nicht sogar? Gibt ja aber nicht. Dann müsste ja stehen, habe ich schon da, ne? Habe ich nicht.
glaube, da muss ich mich hin und beides vernichten. So, ich brauche einen Traktor dafür. Da sieht es nicht so gut aus. Alle unterwegs. Dann müsste ich wahrscheinlich ein paar Sachen verkaufen. Ah! Sachen verkaufen und das entsprechend kompensieren. So, wahrscheinlich auch die Maschine hier vorne rechts, links, die alle eh nicht geht, so wie ich sagen will. Hat mir jemand bestätigt und gesagt, es liegt an dem letzten Patch oder ab dem 9er Patch als neuer. Also ich will hier aber auch nicht zurückgehen. Irgendwo haben die einen Grund für ein Patch. Wahrscheinlich mit einem Gerät, was deswegen sein muss, dass die gewisse Dinge jetzt soll nicht mehr unterstützt werden. Antriebswelle hat ja ein Hexer ja nicht, so das ist mein Verdacht, dass er deswegen nicht überhaupt nicht gehen kann. Das ist dann ja leider so. Aber das sollen sie ja nicht wieder stören. Ich werde deswegen das Paket nicht kaufen. Für der Preis wäre im Grunde dann auch egal, aber wie gesagt, darum geht es ja gar nicht. Geht darum, brauche ich das Ding wirklich so zum Spielen oder halt nicht, ne? Darum geht es ja bei hauptsächlich. Dann. Das ist ja der eigentliche Grund, wo ich sage, das ist dann nicht notwendig. Ich habe sonst ja auch nicht den Baumwollpaket gekauft. Von John Deere mit der Rundpresse. Puh. Wenn du das nicht verwendest, dann brauchst du auch nicht kaufen. Und wenn du eine andere Presse hast, die gleiche Funktion hat, zwar als Quaderpresse, ja gut. Ist dann auch egal, ne? Was ich mir auf jeden Fall zukaufen werde, ist das Paket der neuen Karte. Das kommt erst im Herbst. Wenn wirklich was Gutes kommen würde, was ich auch verwenden könnte, um das hier entsprechend zu nutzen. So. Mal gucken, wie wir am besten rankommen, ne? Über die Wiese am besten. Die Stümpel müssen ja weg. Baumstumpel. Wird aber schwer, die vorher machen sollen. Bist du ausgefahren? Unfall. Aber es ist weg, ne? Planiert kriegen der Ebene von dem Zaun. Verkehrt Menü. Oh, liebe Schauer, das soll schon vor gewesen sein. Ich sage schon Dank, dass Sie reinschauen. Ja, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.